Was ist denn deine Diagnose? Die Diagnose lautet antisoziale Persönlichkeit mit Psychopathie und Narzissmus. Carina ist krankhaft narzisstisch. Ich habe keine reine narzisstische Persönlichkeit, aber ich habe natürlich hochgradig narzisstische Züge. Das Besondere an diesem Film, ich möchte mit Menschen mit narzisstischer Persönlichkeit reden, statt über sie. Aber kaum einer will vor die Kamera, aus Angst zur Hasszielscheibe zu werden. Weil wir Narzissten und Ärzte krasse Bösewichte dargestellt werden. Guck dich doch mal um. Ich hätte nicht gedacht, dass es Menschen mit Narzissmus so schwer fällt, öffentlich über sich selbst zu sprechen. Aber das Stigma ist enorm, weil Narzissten ihrem Umfeld wehtun. Also das ist schon wirklich eine Verwüstung, die Menschen mit schwerem Narzissmus hinterlassen. Ne? Denn sie sind oft so von sich eingenommen, dass sie alles andere kaum wahrnehmen. Dass man sich selbst überhöht, dass man im Gedanken eine Fantasiewelt hat von Größe, Erfolg, dass man wenig Mitgefühl hat. Wie lebt es sich mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Mit dieser Frage mache ich mich auf den Weg. Im Internet, vor allen Dingen auf YouTube, wird eine Menge über Narzissten gesprochen. Da gibt es eine Menge Videos darüber, wie Narzissten funktionieren, wie sie so sind oder wie sie ihre Partner behandeln. Ich habe mir jetzt für diesen Film vorgenommen, dass ich mit Menschen reden will, die mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert sind. Ich fange an, nach ihnen zu suchen und lande schnell auf YouTube. Dort finde ich Lina, die einen Channel mit dem Namen Diagnostizierte Narzisstin betreibt. Die Stimme in ihrem Intro, das ist sie selbst. Hallöchen, Popöchen, na ihr Arsch, ist alles klar? Ja, ich sehe schon, ihr habt Fragen, wollt eine Antwort, ich bin da. Die Frau, die man hier sieht, ist aber nicht Lina. Lina zeigt sich nicht. Sie will anonym bleiben. Nicht mal bei unserem Videocall will sie ihre Kamera anschalten. Lange habe ich versucht, dass wir uns zu einem Interview persönlich treffen, aber keine Chance. Ja, hi Lina. Hallöchen. Hallöchen. Warum willst du dich nicht zeigen? Weil das Thema Narzissmus zurzeit innerhalb der Gesellschaft sehr destruktiv besprochen wird. Da ist für mich persönlich einfach ja, die Gefahr zu groß, dass man mich als Missbraucherin beschimpft oder so, weil ich habe auch eine Familie, möchte meine Kinder schützen. Aber ich war schon überrascht, wie ernst du das nimmst mit der Anonymität, weil ich habe dir ja zig Varianten vorgeschlagen. Also sogar, dass ich dich gar nicht sehe, sondern du irgendwie dich vorher schon vermummst, bevor ich komme. Ja, also es ist tatsächlich so, also ich bin ja schon 4 Jahre jetzt online und berichte oder führe mein Tagebuch öffentlich über meine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Anfangs habe ich mich ja auch gezeigt. Obwohl sie heute absolut anonym bleiben will, schickt sie mir Bilder aus ihrer Anfangszeit bei YouTube. Die darf ich veröffentlichen. Aber ob das wirklich Lina ist, kann ich nicht sagen. Aber wo ich dann halt tiefer in diese Matrix eingetaucht bin, habe ich mir gedacht, okay, also da musst du dich echt schützen. Das ist schon wirklich richtig gefährlich. Weil wir Narzissten und Ärzte krasse Bösewichte dargestellt werden und die Menschen diese Aussagen für sich projizieren und in mich dann zum Beispiel ihren Täter sehen. Lina zeigt mir ein paar Memes, die auf Instagram gepostet werden und darstellen sollen, wie skrupellos und rücksichtslos Narzissten mit ihren Mitmenschen umgehen. Guck dich doch mal um. Es sind so viele Videos draußen, wo vermeintliche Aufklärer, das sind ja noch nicht mal Psychologen oder so, ne? Die schimpfen sich psychologische Berater, Paartherapeuten, Therapeuten. Und die tragen dann irgendwelche Sachen raus, ne? Daran erkennst du einen verdeckten Narzissten und dies und das und jenes, die spekulieren quasi, verkaufen ihre Wahrheit als die Wahrheit und die Menschen da draußen, die nehmen sich das an und glauben das auch. Für mich ist es schwierig, auf ein Interview zu vertrauen, ohne dass ich der Person selbst gegenüber sitze oder wenigstens ein Videobild von ihr habe. Lina will mir deshalb helfen, Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zu finden, die vor der Kamera sprechen. Aber die ersten Versuche scheitern. Ich treffe mich mit Stefan Röpke von der Oberbergklinik Berlin-Brandenburg. Er hat viel zu Narzissmus geforscht und ihm ging es dabei ein bisschen wie mir. Auch für seine Studien melden sich eher Menschen, die unter Narzissten leiden, als die diagnostizierten Narzissten selbst. Wir haben ja, als wir die Studien angefangen haben, Annoncen geschrieben. Wir suchen Menschen und haben dann beschrieben die Merkmale, ne? Also was ist Narzissmus? Und haben gehofft, dass sich da jemand dann meldet, ne, damit wir Teilnehmer haben, die an den Studien Interesse haben. Und dann klingelten auch nächsten Tag alle Telefone, aber es waren nicht die Betroffenen da, sondern die meistens Ex-Partner. Ah,
ne, oder Partnerin, die dann gesagt haben, also ich nicht, ne, aber mein Ex oder meine Ex, genau die, auf die trifft es zu. So ist das. Also das ist schon wirklich eine Verwüstung, die Menschen mit schwerem Narzissmus hinterlassen, ne? In Partnerschaften, in der Familie, im Freundeskreis. Was sind denn die Hauptmerkmale eines Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung? Es gibt ja einmal diese grandiosen Merkmale, ne? Das heißt, dass man den anderen abwertet, dass man sich selbst überhöht, dass man in Gedanken eine Fantasiewelt hat von Größe, Erfolg und Besonderheit, dass man der Meinung ist, alle seien auf einen neidisch, dass man wenig Mitgefühl hat, dass man sehr sozusagen kränkbar auch ist, ne? Und auf der anderen Seite gibt es Merkmale, die sind nicht so spezifisch, aber das sind diese vulnerablen Anteile. Und da gehört dieses dazu, Schuld-, Schamgefühle, leere Gefühle, depressive Stimmungslagen. Beides ist sozusagen typisch. Das Besondere ist, Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung haben vordergründig nur selten ein Problem mit sich selbst. Es wird erst dann richtig schwierig, wenn sie in engen Beziehungen mit anderen sind, wenn es um echte Nähe, um Liebe und Verlässlichkeit geht. Das Hauptmerkmal ist die Störung der Beziehungsgestaltung. Okay. Deshalb, Narzissmus sieht man immer in einer Beziehung. Ja. Also es kann nicht sein, dass man mit jemandem eng befreundet ist, dass man verheiratet, in einer Partnerschaft, in einer Beziehung lebt und nicht merkt, dass derjenige narzisstisch ist. Das geht nicht. Na, und wie zeigt sich das? Das zeigt sich so, dass derjenige, der in dieser Beziehung drin ist, sich nicht gesehen fühlt. So ein Gefühl von, es geht immer um den anderen, es geht relativ wenig um mich. Wenn, dann erfülle ich eine Funktion, ne? Also dass ich irgendwie vorzeigbare Person bei sozialen Anlässen bin oder irgendwas habe, was ich irgendwie, was derjenige nutzt, um sich selber damit aufzuwerten. So ein Gefühl von, ich werde gar nicht gesehen, wer ich bin, wie ich bin. Auch im Leid bin ich allein gelassen. Wenn der andere leidet, muss alles sich um sein Leid kümmern. Aber wenn es mir mal schlecht geht, ist derjenige gar nicht da. Also Menschen mit narzisstischen Menschen in Beziehungen sagen, dass sie gar nicht ein Gefühl haben so von gemeinsam, von wir, von Augenhöhe, sondern immer von oben, unten, immer von benutzt sein, ausgenutzt sein, von ich erfülle nur einen Zweck, ne? Und das ist sozusagen so dieser Kern. Ne? Viel Leid, viel Verletzung also. Wenn ihr mehr aus dieser Perspektive hören wollt, von Leuten, die unter narzisstischen Menschen gelitten haben, dann hört in den neuen Y-Kollektiv-Podcast rein. Er erscheint am 2. September in der ARD-Audiothek. Aber meine Mission für diesen Film ist ja eine andere. Ich will ja mit den narzisstischen Menschen selbst sprechen. Die Drehplanung für diesen Film ist extrem chaotisch. Nicht nur, weil ich mich hier ständig verfahre. Scheiße, ich muss schon wieder umdrehen. Sondern vor allem, weil mir die Protagonisten abspringen. Es läuft immer wieder folgendermaßen ab. Ich finde jemanden, führe ein total nettes, interessantes und offenes Telefongespräch. Und wenn es dann aber auf den Tag zugeht, an dem wir filmen wollen, gibt es eine Absage, weil die Leute einfach Angst haben, sich offen zu zeigen. Eine Frau erklärt sich dann doch noch bereit. Ich finde sie mit Hilfe von Lina. Sie heißt Carina und kommt aus der Nähe von Bamberg. Erst will sie nur anonym vor die Kamera, aber spontan überlegt sie sich, doch offen zu reden. Wir gehen mit unseren Hunden spazieren. Sie mit ihrem Bullterrier Diva, ich mit meinem kleinen Mischling Mickey. Wie ist es denn eigentlich mit Beziehungen bei dir? Du bist jetzt im Moment Single, ne? Ja, schon lange. Hast du das Verlangen, dein Leben zu teilen mit irgendwem? Nee. Ich brauche immer wieder meinen Freiraum und auch dieses Für-mich-Sein, was viele dann einfach auf sich münzen, obwohl das überhaupt gar nichts mit der Person zu tun hat. Ich erzähle Carina von den Dingen, die ich im Netz über Narzissten aufgeschnappt habe. Ja. Es gibt den einfachsten Test der Welt, um einen Narzissten zu diagnostizieren oder entlarven oder wie auch immer. Die Frage mit, wie viel narzisstisch hältst du dich auf einer Skala 1 bis 10? Genau, und der Narzisst antwortet 10 oder 9 oder irgendwas ganz hohes. Ja. Wäre das bei dir auch so gewesen, bevor du die Diagnose hattest? Hättest du das mit 9, 10 beantwortet, mit irgendeiner hohen Zahl? Ja. Okay. Ja. Dieses sich selbst für wichtig nehmen und auch sich für was Besseres halten. Aber nicht einfach nur, weil ich bin, sondern weil ich gemacht habe. Carina ist sehr erfolgreich in dem, was sie tut. Sie besitzt 2 Tankstellen mit knapp 30 Angestellten. Sie fährt einen dicken Pickup. Ja, der hat pinke Bremssättel.
und einen Mercedes. Und sie war erfolgreiche Westernreiterin. Ich kann dir ihn vom Fahrverhalten auf jeden Fall empfehlen. In ihrer Wohnung hängt alles voller Bilder von ihr selbst. Klischee, volle Kanne. Ich habe keine reine narzisstische Persönlichkeit, aber ich habe natürlich hochgradig narzisstische Züge. Allerdings in diesem grandiosen Bereich. So. Dieses, schaut mich an, also nicht dieses Verdeckte, dieses Weinerliche oder dieses Manipulative. Also ich bin schon auch manipulativ in einer gewissen Art und Weise, aber das fällt niemandem auf. Ich weiß, dass manche ihrer Aussagen hart klingen. Carina ist seit einiger Zeit in Therapie und sie macht keine Umschweife, wenn sie sich selbst beschreiben soll. Ich will herausfinden, inwiefern sie die gängigen Kriterien erfüllt und gehe mit ihr die Beschreibung ihrer Persönlichkeitsstörung auf Wikipedia durch. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung, also erstmal generell, ja, NPS, zeichnet sich durch einen Mangel an Empathie. Ja, sowieso. Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Gesteigertes Verlangen nach Anerkennung. Aber fehlende Empathie, würdest du sagen? Definitiv. Also das sagen die Menschen natürlich, dass ich keine Empathie habe. Also ich kann nicht trösten, weil ich nicht verstehen kann, wie man so Selbstmitleid versinken kann. Also was einem da dran so wehtut, das kann ich nicht, das spüre ich nicht. Aber das Gefühl habe ich gar nicht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du kein Einfühlungsvermögen hast. Weißt du? Du reagierst ja auf das, was ich sage. Du bist doch jetzt nicht irgendwie so ein, wie nennt man das nochmal, Elefant im Porzellanladen oder so, gar nicht. Doch. Mir kommt es gar nicht so vor, als ob Carina ein gefühlskalter Klotz wäre. Wir verstehen uns ganz gut, wir lachen viel. Sie hört auch gut zu, wenn ich von persönlichen Dingen erzähle. Findest du? Was genau Carina mit dieser fehlenden Empathie meint, erklärt mir der Narzissmus-Experte Stefan Röpke. Da haben wir auch sozusagen Untersuchungen zugemacht, dass die Menschen schon verstehen, wie es anderen geht. Also es ist keine Einschränkung zu wissen, wie fühlt sich der oder die andere, was denkt die jetzt, geht es demjenigen schlecht, ist derjenige traurig. Was ein Problem ist, ist, dass die Motivation bei Menschen mit Narzissmus, sich damit zu beschäftigen, geringer ist. Also es interessiert sie einfach weniger. Und dass sie weniger Mitgefühl haben. Also dass es einfach bei ihnen weniger auslöst. Also eigentlich hielt ich mich ja immer für hochempathisch. Hochempathisch? Ja. Weil ich ja, also ich habe das darauf zurückgeführt, weil ich Menschen einfach so lesen kann. Ich wusste immer, wie die reagieren und wie sie agieren und so. Und ich dachte mir immer so, ach, ich habe ein totales Gefühl für Menschen. Aber dem ist nicht so. Wie sieht es aber aus, wenn es um ihre eigenen Gefühle für ihre Ex-Partner geht? Hattest du schon mal Liebeskummer? Nee. Auch nicht für kurze Zeit, nach einer Trennung oder so? Wie fühlt sich das an? Man ist traurig darüber, jemanden verloren zu haben. Nein. Aber du hattest Beziehungen, ne? Ja. Und wie haben die geendet? Alle harmonisch. Sie hat zu all ihren Ex-Freunden ein gutes Verhältnis, sagt sie. Was die Ex-Freunde dazu sagen, weiß ich natürlich nicht. Jedenfalls findet sich Carina in einigen Punkten der Narzissmusbeschreibung zu 100% wieder. Andere passen gar nicht zu ihr, sagt sie. Typisch ist, dass die betroffenen Personen übermäßig stark damit beschäftigt sind, anderen zu imponieren und um Bewunderung für sich zu werben. Also natürlich... Ich imponiere den Menschen, aber ohne, dass es ein Wollen ist. Es passiert automatisch. Carina ist nicht nur übermäßig narzisstisch, ihre Diagnose ist komplexer. Was ist denn deine Diagnose? Also, die Diagnose lautet antisoziale Persönlichkeit. Mit Psychopathie und Narzissmus. Die Kombination aus narzisstischen und psychopathischen Zügen ist keine Seltenheit. Naja, Psychopathie ist ja sozusagen antisoziale Persönlichkeit, ne? Also dissoziale Persönlichkeit kann man auch sagen. Das heißt, jemand, der als Kind auffällig ist durch Feuerlegen, Diebstähle,
kein Mitgefühl hat, ne, aber auch so kriminell in Verhaltensweisen dann oft wird. Ne, und also in Gefängnissen ist ein ganz großer Teil der Insassen haben Psychopathie oder antisoziale Persönlichkeitsstörung. Ja. Mit dem Thema Kriminalität hat er bei Carina ins Schwarze getroffen. Sie ist in ihrer Vergangenheit straffällig geworden und wurde auch verurteilt. Ich hatte die ganze Zeit mit harten Jungs zu tun, mit schweren Jungs. Und das war halt einfach auch so ein Gefilde, in dem man sich als Frau eigentlich nicht bewegt. Mhm. Und da habe ich auch den entsprechenden Respekt gekriegt. Also ne, das war von Anfang an da. Und ich hatte Respekt vor den Jungs und die hatten aber trotzdem auch Respekt vor mir. Es war nie so, ach naja, du bist das Mädchen von oder ne, so. Das Geschäft, so wie es gelaufen ist, war wirklich, ja, es war eine geile Zeit. Ne? Psychopathisch zu sein bedeutet vor allem, kaum Empathie zu haben. Diese Eigenschaft wird aber eben auch Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zugeschrieben. Für mich ist es schwer, das eine vom anderen abzugrenzen. Ich glaube tatsächlich, dass man bei meiner Person gar nichts nur als narzisstischen Zug bezeichnen kann. Ich glaube, da könnte sie recht haben. Zum einen ist Carinas Geschichte einzigartig. Zum anderen lerne ich sie gerade mal einen Nachmittag lang kennen. Wollen wir laufen? Ja, genau. Woher soll ich wissen, welche Dinge jetzt ihrer Psychopathie und welche ihrem Narzissmus zuzuschreiben sind? Ich habe schon öfter Filme über psychische Krankheitsbilder gemacht, aber das hier war der schwierigste. Carina als die typische Narzisstin hinzustellen, macht keinen Sinn, das weiß ich. Und ohne mit ihrem Umfeld zu reden, kann ich auch kein richtiges Gefühl dafür bekommen, wie sich ihre Persönlichkeitsstörung äußert. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du so eine Spur von Opfern hinterlassen oder wäre das jetzt übertrieben? Oder von Leuten, die du verletzt hast oder so? Verletzt mit Sicherheit. Mhm. Aber das hat nichts mit Boshaftigkeit zu tun, dass ich dem bewusst wehtun wollte, sondern ich gehe da einfach auch viel zu häufig von mir selbst aus. Aber nicht jeder ist so wie ich oder eigentlich die wenigsten sind so wie ich. Nee. Das ist ja nicht, dass ich losziehe und mir denke so, ach, da ist jetzt ein Mensch und dem tue ich jetzt weh. Was habe ich jetzt durch diesen Film gelernt? Eine Persönlichkeitsstörung mal schnell zu verstehen, funktioniert nicht. Und ich glaube, man muss dazu auch mit denen reden, die mit diagnostizierten Narzissten in engen Beziehungen sind. Narzisst auf einer einsamen Insel, der kann nicht Narzisst sein. Ja. Weil Narzissmus kann man nur mit jemandem anders sein. Ja. Ne? Weil da ist nichts, ich brauche jemanden, der mich aufwertet, den ich abwerten kann. Also ich brauche eine andere Person. Wenn ihr mehr über die Betroffenen-Perspektive hören wollt, dann hört in unseren Y-Kollektiv-Podcast rein, in der ARD-Audiothek. Oder schaut euch das hier verlinkte Video von Auf Klo an. Narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich habe den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen.